Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Ich habe auch heute einen Gast mitgebracht. Schön, dass du da bist. Es ist Mira, Mira Flatt. Und wir kennen uns schon ganz lange. Weißt du eigentlich, wie lange wir uns schon kennen? Wahrscheinlich so um die 12 Jahre. 13, 14. 16 Jahre. Ja, du warst damals 14. Jetzt habe ich dein Alter verraten, aber es ist in Ordnung, oder? Ja. Ja. Und mit Mira bin ich hier, weil wir uns heute über das Thema, was ist eigentlich eine yogische Ernährung, unterhalten wollen, beziehungsweise was hat Yoga mit Ernährung zu tun? Das ist ja sowas ganz Spannendes, weil eigentlich denken ja Menschen, Yoga, viele denken das, hat was mit Bewegung zu tun. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Es gibt ja unendlich viele Bereiche, wo man yogisch leben kann und eben auch ernährungstechnisch yogisch leben kann, aber noch viel, viel mehr. Aber jetzt reden wir erstmal über die Ernährung. Was ist denn für dich eigentlich eine yogische Ernährung? Naja, vielleicht müssen wir für unsere Zuschauer ein bisschen weiter ausholen, weil sie haben ja jetzt die Info, dass wir uns so lange kennen. Mhm. Das heißt natürlich, dass ich Petras Arbeit und die Thematiken sehr, sehr wohl kenne und lebe, was man im Bereich Ernährung für seine Gesundheit tun kann. Und das verbindet uns ja auch. Und was so schön ist, was uns auch so ein bisschen ergänzt, ist, dass die Petra eben die Spezialistin in ihrem Gebiet ist, was Ernährungsmedizin angeht, mit all dem Wissen, was sie hat. Und mit den Dingen, die ich alle von ihr lernen durfte, habe ich so ein bisschen hat sich in meinem Leben mein Spezialgebiet so ein bisschen herauskristallisiert. Und das ist am Ende eine Arbeit mit Bewegung. Also ich würde sagen, dass ich mich sehr gut auskenne im Bereich Bewegung und Anatomie und natürlich auch der yogische Weg. Und uns ist aufgefallen, dass wenn wir Menschen fragen, ja, praktizierst du Yoga, dass das irgendwie immer noch so in so eine Schublade gesteckt wird. Oh, da muss man ja super flexibel sein und da macht man so Übungen. Und das war am Ende auch der Grund, warum ich das Bedürfnis hatte, darüber mal was zu schreiben, und habe mich dann mit Petra auch ausgetauscht. Es gibt so viele Bereiche, die yogisch sind. Also Yoga an sich ist schon ganzheitlich, denn es gibt eine yogische Ernährung logischerweise, es gibt ein yogisches Mindset, damit fängt das eigentlich erst an. Also wie wir uns selber sehen und wie wir andere sehen, das ist auch schon Yoga. Und uns ist aufgefallen, dass es eigentlich super schön ist, denn während wir uns vegan ernähren und zum Beispiel jetzt auch keine Tiere essen, das ganz bewusst auch tun, vielleicht sogar aus einem ethischen Aspekt heraus, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, dann ist das schon Yoga. Dann praktizierst du schon Yoga. Und ich glaube, darüber müssen wir einfach mal sprechen, dass wenn wir das wissen, dass das total schön ist, also ein super schönes Gefühl, was man da schon im Bereich Yoga mit Ernährung so tun kann. Also was ihr ja mitbekommt, ihr kriegt ja jetzt so auch einen ganz kleinen Einblick, so ein bisschen hinter die Kulissen, weil, wie gesagt, wir kennen uns schon so, so lange und Mira, du hast ja ganz früh angefangen, auch das zu leben, was wir damals, als du so zu uns gekommen bist, schon gelebt haben. Und es gab auch einen Grund bei dir, warum du das machen wolltest. Magst du es gerade mal sagen? Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Weg auf Umwegen gewesen. Es war jetzt nicht von Anfang an klar. Ich habe auch mal hier geguckt und da und mich ausprobiert. Und irgendwie bin ich in so eine Rolle reingewachsen, hauptsächlich auch durch eigene Probleme, also im Bereich Ernährung. Ich habe als Kind ganz stark Neurodermitis gehabt, auch eine ganz tolle Wechselwirkung mit Asthma, also auch Atemnot, allergisches Asthma, Anstrengungsasthma. Und dann gab es bei mir in der Familie auch relativ viele Diagnosen, die mich so in der Kindheit schon umgeben haben. Und daraus ist irgendwie aus dieser Hilflosigkeit, und ich glaube, jeder, der das für sich selbst auch schon erlebt hat, weiß, was ich damit meine. Daraus ist so ein Wunsch entstanden, dass ich gefragt habe, das kann doch nicht jetzt die Erklärung sein. Ich will jetzt nicht wissen, was man jetzt machen muss und die Schritte,
sondern ich will verstehen, woher kommt das? Also woher kommen Krankheiten? Die fallen doch nicht vom Himmel. Das kann doch nicht sein. Also klar gibt's die Gene, aber da muss doch irgendwas sein. Wir müssen doch selbst Verantwortung dafür übernehmen können. Das funktioniert doch so nicht. Und dann ist diese Reise so eigentlich gestartet. Und am Ende war Yoga für mich die Eintrittstüre in diese Welt. Also dadurch, dass ich gelernt habe, Yoga zu praktizieren, auch über die Bewegung, muss ich sagen, also über eine Asana-Praxis, hat sich diese Tür bei mir aufgemacht. Und auf einmal wuchs das Interesse stark auch nach, was ist eigentlich mit der Psyche, Achtsamkeit, Atmung. Also das ist dann wie ins Rollen gekommen. Ernährung begleitet mich durch Neurodermitis natürlich auch schon sehr, sehr lange. Bin auch schon vegetarisch aufgewachsen. Und gerade im Yoga-Aspekt ist natürlich der ethische sehr, sehr stark im Vordergrund, weil meiner Meinung nach dürfte niemand behaupten, er würde Yoga praktizieren oder yogisch leben, der Tiere isst. Ja, da haben wir ja eine gleiche Meinung, denke ich auch, weil wenn man sich das yogische Leben anguckt, dann passt es da überhaupt nicht rein. Aber warum ich auch noch so froh bin, dass du heute da bist. Also ich bin ja jemand, das wisst ihr, der gerne Wissen weitergibt. Und Mira hat das aufgesogen, wirklich mit jeder Faser deines Lebens, deines Seins. Und das Tolle ist, du hast darüber nämlich ein Buch geschrieben. Und das finde ich einfach, ich habe so das Gefühl, ich bin so ein bisschen die Mutter von diesem Buch, ja, weil du hast so viel gelernt und Roland ist dann vielleicht der Vater von diesem Buch, weil es geht ja irgendwie ganz viel um Ernährung, es geht um Bewegung und es geht natürlich um dein eigenes Leben, weil wir geben ja immer nur das weiter, was wir erfahren haben. Und was ich beobachten kann, ist, dass durch das, was wir weitergeben, die nächste Generation noch viel mehr Wertschöpfung daraus erreichen kann. Und ich finde, das ist dir mit diesem unglaublich schönen Buch, also es ist wertvoll und es ist auch noch wunderschön geworden, absolut gelungen. Und da geht es einfach darum, dass du ja sagst, Yoga is for everybody. Ja. Das heißt nämlich auch für dich, auch wenn du denkst, Yoga, um Gottes Willen, ich mag mich, ich kann mich nicht bewegen. Darum geht es überhaupt nicht im Yoga. Es geht eigentlich darum, ja, um was geht's denn im Yoga? Kannst du es mal in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, was eigentlich... Schwierig. Versuch's mal. Die Kernaussage ist, was ist eigentlich Yoga? Oder was verstehst du darunter? Das Spannende ist, genau diese Frage habe ich versucht in dem Buch zu beantworten, weil es eben nicht noch ein Yoga-Buch sein sollte, sondern die Frage kommt, was ist eigentlich Yoga? Und ich muss direkt die Gegenfrage stellen, was ist eigentlich nicht Yoga? Genau. Und damit ich glaube, hast du die Frage eigentlich beantwortet, weißt du das? Genau, und deswegen glaube ich, ist es auch ganz schön, an der Stelle vielleicht nicht weiter drauf einzugehen, weil das macht ja vielleicht auch so ein bisschen neugierig darauf, was sich hinter diesem Buch verbirgt. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass ich super aufgeregt bin. Also ich durfte schon, Teil von Petras Büchern sein, als Rezeptautorin, weil ich mich eben auch schon sehr lange mit einer veganen Ernährung beschäftige und da auch kulinarisch aktiv bin in der Küche. Mir das ganz viel Freude bereitet, mich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und ich war auch Teil deines Bestsellers Intervallfasten und dann definitiv Intervallfasten, das Kochbuch. Genau. Und so ist es dann auch entstanden, dass ich natürlich durch die Mutter Petra dieses Buches und den Vater Roland dieses Buches am Ende die Möglichkeit bekommen habe, über die ich unfassbar dankbar bin, dass ich das schreiben darf, also dass das ein Buch ist, dass es jemand liest oder dass es Interesse hat, dass es sowas gibt. Und also dafür schon mal danke an der Stelle. Auch, dass von ich Herzen Teil gerne hier auf deinem Kanal sein darf, um das in gewisser Weise zu präsentieren, um mich vorzustellen, um vielleicht so ein bisschen das Mindset zu erweitern. Und das ist einfach eine ganz, das ist am Ende auch Yoga, diese gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung. Und
Ja. Das ist ja auch so ein Kapitel nochmal für sich. Du hast ja auch deine Lehrer vorgestellt in diesem Buch, also so die wichtigsten Leute für dich. Und da ist ja auch genau darum ein Kapitel dort drin, was man weitergeben kann und wie gut es ist, wenn man gute Samen sät zum Beispiel. Aber damit ihr natürlich auch auf eure Kosten kommt, weil wir wollen ja darüber reden, was hat Yoga mit Ernährung zu tun? Wollen wir vielleicht da trotzdem noch mal kurz tiefer wenigstens gehen. Ein wenig einsteigen? Also du hast schon gesagt, Tiere und Yoga geht nicht. Für mich gehört noch dazu, dass man mit Essen achtsam umgeht. Und ich weiß, es ist ein Lernprozess. Und ich habe überhaupt nicht den Anspruch an irgendjemanden, sondern eigentlich nur vielleicht die Vorstellung, dass man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, was man und wie man vor allen Dingen auch tagtäglich isst. Weil es ist ein Geschenk. Unser Essen ist ein Geschenk, weil wir leben durch unsere Ernährung, also was wir zunehmen, dass die Qualität damit was zu tun hat, das wisst ihr. Also es werden Menschen durch gesunde Ernährung gesund, die krank waren. Also das finde ich immer wieder unglaublich faszinierend. Aber ich glaube nochmal, dass noch ein anderer yogischer Aspekt dazu kommt. Es ist einfach bei der Zubereitung zum Beispiel mit Liebe Essen zu bereiten, dankbar dafür zu sein. Früher gab es das Gebet. Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Da setzt man sich an den Tisch und denkt gar nicht mehr darüber nach. Und dass es eigentlich doch schon einen Grund gibt, auch Danke zu sagen. Also ganz davon abgesehen, dass es immer noch unendlich viele hungernde Menschen auf dieser Erde gibt. Aber dankbar zu sein, dass wir eben so eine wundervolle Mahlzeit dann vor uns haben. Und dann gibt es noch so eine Sache, da kannst du mir vielleicht mal einen Tipp geben. Ich finde es immer schön, gemeinsam zu essen. Mhm. In der Familie und dann zu reden. Aber wenn man wirklich achtsam sein möchte, dann sollte man eigentlich essen, ohne zu reden. Wie siehst denn du das? Ja, interessantes Thema. Ich glaube schon, dass eine Eigenschaft yogisch ist, die sich da nennt Zuhören. Und es ist vielleicht eher zu differenzieren, ob alle reden oder ob man wirklich bewusst sagt, vielleicht gibt es Themen am Tisch oder auch von der Priorität einfach zu schauen, gibt es wirklich etwas, wo wir anderen Menschen zuhören können, weil sie gerade etwas besprechen und teilen möchten? Oder ist es jetzt wirklich nur ein belangloses Tratschgespräch? Also ich glaube, sobald hinter einem Gespräch auch etwas steckt, mit dem wir Menschen weiterbringen können, dann darf man sehr gerne auch sich während des Essens unterhalten. Das ist immer eine ganz gute Pause, dass man nicht zu schnell isst, dass man eben vielleicht auch Zeit hat, zu kauen, zuzuhören und dann einfach kurz eine Pause zu machen, zu antworten. Also ich glaube, das ist eine Einstellungssache und je nachdem, wie viele Leute da so am Tisch sitzen. Ich glaube, viel, viel schlimmer ist die Tatsache, also ich weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet, dass gerade Paare, also so habe ich das jetzt gesehen, dass die sich eher anschweigen, weil sie sich nichts mehr zu sagen haben beim Essen. Also ich glaube, dass es eher, also diese Kultur, dass wir beim Essen zusammenkommen, die Familie zusammen ist, dass das was total Positives und Tolles ist, dass da Kommunikation stattfindet, dass man sich austauscht, weil ich glaube, das ist eher was vielleicht in der Gesellschaft so ein bisschen Also ich habe da auch meine klare Meinung dazu. Okay. Was ganz, deine Meinung? Ganz klar. Also wenn man am Tisch zusammensitzt, dann finde ich, dass man zum einen beim Essen kein Streitthema besprechen sollte. Das sollte man bitte, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Und das andere ist, dass man, wenn einer spricht, dass man ihm auf jeden Fall zuhört, bis er zu Ende gesprochen hat. Also das ist was ich
wo wir manchmal auch noch am Üben sind, ganz ehrlich gesagt. Ja, weil wir sind immer noch nicht dort angekommen, wo wir sein wollen. Und natürlich, mit vollem Mund spricht man nicht. Also das heißt, man spricht dann, wenn man gegessen hat. Und man kann durchaus, und da das ja eine automatisierte Angewohnheit ist des Kauens, schon beim Zuhören auch kauen. Und wenn es durchaus mal nette Sachen sind, schöne Sachen sind, dann tut es bestimmt auch beim Verdauungsprozess schon richtig gut. Und wenn man alleine ist, dann finde ich, sollte man es zelebrieren. Und da sollte man sich wirklich das schön machen, einen schönen Platz wählen, schön eindecken und einfach auch diese Dinge von wegen dankbar sein und einfach froh sein, was wir alles essen können, auf jeden Fall, und gut kauen. Das ist ja so eine Sache, die ich immer wieder sage, die eigentlich langweilig ist, aber das ist so ein wesentlicher Punkt, dass das, was wir essen, uns dann auch richtig, richtig gut tut. Das muss ich einfach nochmal wiederholen. Auch wenn ihr es von mir schon gehört habt, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht als kleiner Blick hinter die Kulissen. Dieses yogische Mindset oder im Prinzip Yoga ist auch nichts, was man lernen kann. Also es gibt wahrscheinlich Phasen im Leben, da ist man auch in seiner Wahrnehmung irgendwie ja so ausgestattet, in Anführungsstrichen, dass man auch in einem Yoga-Teacher-Training oder in diversen Weiterbildungen Sachen lernt. Aber am Ende geht's ja darum, was ich damit mache. Und es gibt kein Fertig. Also es gibt nicht einfach so, du hast jetzt Yoga gelernt, du weißt, wie das geht, sondern je nachdem, was uns umgibt, was die Gesellschaft von uns verlangt, in welcher Lebenssituation wir stecken, in welchem Umfeld wir uns gerade befinden, verändert sich der yogische Weg. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch sagen, wenn du jetzt sagst, oh Gott, das ist mir jetzt hier alles schon, ich fange gerade erst mal an, meine Ernährung umzustellen und bin einfach neugierig, dann mach dir bitte keinen Stress. Da, wo du jetzt bist, das ist perfekt so. Und wenn du Interesse an diesen Themen hast, dann trau dich einfach, diesem Impuls nachzugeben, informier dich weiter und entwickel deinen individuellen yogischen Weg. Ich finde es auch ganz spannend. Ich weiß noch, als ich mit dem ganzen Thema Gesundheit und Eigenverantwortung angefangen habe, was ich ja leider nicht wirklich im Studium auch kennengelernt habe und auch nicht in der Praxis danach, da, als mir die Ernährung begegnet ist, habe ich wirklich gedacht, das ist es jetzt. Mhm. Das ist es, und das ist natürlich dann auch schon ein Stück weit das Yoga für mich gewesen. Voll. Damals. Und als ich dann aber gesehen habe, was das alles noch beinhaltet, dann ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und das ist ja das auch, was wir Menschen tun. Wir wachsen ja im Laufe unseres Lebens, wenn wir denn bereit sind zu wachsen. Und bereit sind heißt zuzuhören, neue Sachen zuzulassen und nicht gleich weglegen und sagen, ach, interessiert mich nicht oder weiß ich schon oder wie langweilig. Ich kann euch für mich sagen, ich würde niemals behaupten, dass ich zum Beispiel zum Thema Ernährung alles weiß. Ganz im Gegenteil. Also je mehr ich mich da irgendwie noch rein vertiefe im nächsten Buch, ich bin ja auch schon wieder am nächsten Buch dran. Das ist wirklich so, so spannend. Denke ich, meine Güte, eigentlich weißt du noch gar nicht so viel. Aber das ist so toll, weil ich will immer weitermachen. Ich glaube, man will automatisch immer weitermachen, wenn man es zulässt. Und niemals irgendwie denken, ach, ich weiß sowieso schon alles. Da entgeht einem so viel. Und ich glaube, es ist wirklich so spannend, Neues zu entdecken. Und deswegen auch in diesem Buch, da sind so viele Bereiche, die sind bestimmt, der eine oder andere Bereich ist bestimmt ein neuer Bereich für dich. Und deswegen kann ich euch nur sagen, das Buch ist ein Buch. Ich weiß es jetzt schon, ich werde das sicherlich ganz, ganz oft verschenken, weil ich es wirklich sehr wertvoll finde. Und natürlich, ich habe es ja auch schon, also einen Teil kenne ich ja schon, und ich freue mich auch, wenn ich das dann in den jetzt etwas dunkleren Jahreszeit, wenn ich das lesen kann. Und ich bin mir so sicher, da sind Dinge für mich drin, die auch für mich wieder ein bisschen
die Augen öffnen werden. Und vielleicht mache ich wieder eine Sache intensiver. Seid einfach offen dafür, euch Gutes zu tun. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wahrscheinlich interessiert deine Zuschauer auch brennend. Was machst du eigentlich tägliches Yogisches so? Um mal diesen Blick hinter die Kulissen zu geben. So haben wir ja auch gestartet, das Video. Stimmt. Und dieses Buch zeigt, hast du ja schon erklärt, verschiedene Profile, die mich auf meinem yogischen Weg sehr geprägt haben und sehr, sehr inspiriert haben. Und die Petra gehört natürlich dazu, deswegen sitzen wir hier zusammen. Im Bereich Yoga und Ernährung hat sie mir einfach wahnsinnig oft die Augen geöffnet. Es hat auch manchmal einen Moment gedauert, aber so ist eben dieser Prozess, ne? Ja, ein bisschen Geduld muss man auch haben, weil so junge Leute, die meinen ja auch oftmals, es geht alles viel schneller und sie wissen ein bisschen Sachen besser und sowas, gerade wenn sie in der Pubertät sind und kurz danach. Also es ist alles in Ordnung, es hat alles seine Zeit. Aber du hast mich gefragt, was mache ich so? Oder was steht da eigentlich von dir so drin? Weil es ist ja vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass du ja auch in deinem Mindset und in der Art und Weise, wie du lebst, privat, auch beruflich, wie du Yoga so mit einbringst in dein Leben? Also wir müssen ja ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja, ich würde sagen, ich versuche wirklich jeden Tag mehr eigentlich so zu leben, dass ich sagen kann, ich gehe mit jedem Augenblick ganz wertschätzend, respektvoll und auch achtsam um. Und ich möchte gerne damit einfach auch ganz viel, viel geben. Und das ganz Spannende daran ist, ich weiß auch, dass ich dann ganz viel bekomme. Und diese Wechselwirkung, die finde ich so toll. Und es ist so einfach gut zu leben in jeder Beziehung. Und wenn man das schon eine Weile getan hat, dann weiß man auch, wie sich das anfühlt. Und also ich finde es ganz, ganz spannend. Es gibt für mich kaum mehr Fragen, wie ich eigentlich mich anderen Leuten gegenüber verhalten soll. Also ich weiß einfach ganz klar, ich verhalte mich den anderen Leuten so, wie ich gerne möchte, dass andere Leute sich mir gegenüber verhalten. Da kommt doch wieder das Sprichwort, was du ungefähr schon 5-mal auch in unserem Podcast gesagt hast, wenn wir dann den Aha-Effekt haben, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ganz genau. Und apropos, genau, wir haben auch zusammen einen Podcast. Und wir haben noch viel, viel mehr zusammen, aber vielleicht erzählst du das nochmal, jetzt wo man dich noch finden kann, liebe Mira. Und ich habe ja schon Angst, dass es langweilig wird mit diesem Buch jetzt hier, aber ich will einfach an der Stelle sagen, also danke, dass du uns auch diese Zeit schenkst hier gerade, weil es ist ein sehr aufregendes und emotionales Thema. Uns verbindet natürlich viel, viel mehr. Wir haben ein gemeinsames Herzensprojekt, FAYO, das kennst du vielleicht, weil wir schon eine gemeinsame Vision haben, weil wir wollen einfach mehr Gesundheit in die Welt bringen. Wir wollen ganz vielen Menschen, möglichst vielen Menschen, jeden Tag Inspirationen liefern und den Mut geben, einfach etwas zu verändern. Weil wir haben jeden Tag die Chance, wieder was anderes zu machen. Und wir wollen dich anstecken, egal wie alt du bist. Ob du jetzt 90 bist, 70 bist, 40. Oder in der Pubertät. Oder vielleicht, richtig jung noch. Weil es ist jederzeit der richtige Zeitpunkt anzufangen. Und deswegen haben wir dieses FAYO-Projekt, Food Awareness Yoga Om. Das ist die Abkürzung dafür. Und da gibt es auch einen Kanal. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne doch so langsam jetzt zum Schluss kommen. Wir haben uns was für euch überlegt. Also, wenn du jetzt wissen möchtest, was hat eigentlich Yoga mit Ernährung zu tun und auch die Argumente, warum ein yogischer Lebensstil gleich vegan bedeutet, in meiner und in unserer Auffassung, das kannst du dort nachlesen. Ich glaube, dieses Buch wird dir einen yogischen Lebensstil beschreiben,
der dich einlädt, etwas achtsamer mit dir selber zu werden, Dinge zu hinterfragen, aufzudecken und auch aufzulösen. Und wenn du die Veränderung in dir startest, also sobald du den Blick nach innen richtest, werden sich Sachen in deinem Umfeld eben auch verändern. Und das ist am Ende so ein bisschen die Message, weil wir glauben, und davon sind wir wirklich fest überzeugt, wenn wir alle ein bisschen yogischer leben würden, von unseren Gedanken, von unseren Taten, wie wir mit anderen Lebewesen oder auch überhaupt mit der Erde umgehen, wenn wir diesen yogischen Anteil, wenn das jeder von uns hätte, dann könnten wir wirklich die Welt verändern. Und ja, ich glaube, und vor allen Dingen, wir könnten auch einfach friedvoller miteinander leben. Wir könnten gesund sein. Ja. Wir hätten es einfach selbstbestimmt in der Hand. Und das ist am Ende diese yogische Message dahinter. Genau. Und ja, also dieses Buch, wenn du das alles erfahren möchtest, was ich gerade gesagt habe, ihr seht schon, ich finde keinen Punkt und keinen Komma, weil das ist alles aufregend. Aber wenn du das gewinnen möchtest, dann kannst du das jetzt hier tun. Weil wir haben uns ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel überlegt. Weil Zähl. Wie viele Bücher kann man denn gewinnen? Wir wollen fünf Bücher verlosen, die aber die Besonderheit haben, dass sie von uns original signiert sind und eine persönliche Widmung für dich haben, wenn du das möchtest. Was du dafür tun musst, erkläre ich dir. Am besten, erst einmal schenkst du uns einen Daumen nach oben, wenn du dieses Video gut findest. Idee. Das wäre eine gute Idee. Mhm. Punkt Nummer zwei. Wenn du teilnehmen möchtest, dann müssen wir dich natürlich irgendwie sehen und hören. Das heißt, es wäre so spannend zu hören, A, wie dir das Video gefallen hat und B, was du zu diesem Thema sagst. Vielleicht hast du ja auch schon eine Inspiration für die Community. Also teil das unter dem Video. Also vielleicht lebst du ja auch yogisch und wir haben das gar nicht gesagt. Schreib das unbedingt da rein. Genau, und wenn wir das dann gelesen haben, dafür qualifizierst du dich für unser Gewinnspiel, weil wir dann deinen Namen sehen und sehen, was für dich eigentlich yogisch bedeutet in Bezug auf Ernährung. Und das Dritte, was du machen kannst, ist, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Ich zeige dort Übungen zum Mitmachen, auch für Anfänger. Und es wäre super schön, wenn du da auch mal vorbeiguckst. Bei Fayu mit Mira, da findest du eigentlich alles, was du brauchst. Und wenn du diese drei Dinge beachtest, dann bist du qualifiziert für dieses Gewinnspiel. Und wir verlosen das an einem Sonntag, am 16. November. Und dann bekommst du von uns direkt Bescheid, wer die fünf Gewinner sind. Liebe Mira, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Es war wunderschön, mit dir zu reden. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen und inspiriert. Herzlichen Dank. Und vielleicht bist du ja einer der Gewinner. Ansonsten ist es auch ein super schönes Geschenk. Kann ich nur verraten. Bis zum nächsten Mal und bleibt alle gesund. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Ciao.